Estefania Wollny verkündet Neuigkeiten, hab mich ja sehr lang nicht mehr gemeldet. Punkt. Lange hatte sich Estefania Wollny, 21, nicht mehr bei ihren Fans gemeldet, nun setzte die Wollny-Tochter aber endlich wieder ein Lebenszeichen ab. Im Gepäck hatte sie eine verheißungsvolle Ankündigung. Es ist inzwischen schon einige Zeit her, als Estefanias mehr als 500.000 Instagram-Fans zuletzt von ihrem Idol gehört hatten. Punkt. Denn sonst hatte die zweitjüngste Wollny-Tochter sich regelmäßig in ihren Stories gemeldet und ihren Anhängern zumindest kurze Alltagsupdates gegeben. Wo zuletzt noch nichts als Leere herrschte, tat sich am Donnerstag dann endlich wieder ein Lebenszeichen auf, Este sprach in ihrer Story wieder persönlich zu ihrer Community. Ich hoffe, es geht euch allen gut, ich hab mich ja sehr, sehr lange nicht mehr gemeldet, erklärte die Blondine zunächst und wirkte dabei fast ein wenig, als hätte sie ein schlechtes Gewissen. Wie die 21-Jährige weiter erklärte, hatte sie die Netzabstinenz zwar geplant, diese sei jedoch unverhofft ein wenig ausgeartet. Ich habe mir eine etwas größere Pause gegönnt, die dann doch etwas größer geworden ist, als sie eigentlich werden sollte, gestand die vielfache Tante. Este wollte ihren Fans jedoch nicht nur ein Lebenszeichen übermitteln, sondern kündigte im selben Zug auch Neuigkeiten an. Demnächst stehe im Leben der TV-Bekanntheit nämlich einiges an, es wird auch musikalisch wieder ein bisschen weitergehen, wie die 21-Jährige versprach, die bekanntlich eine Karriere als Sängerin anstrebt und auch schon einige Auftritte vor Publikum hatte. So dürfen sich ihre Fans offenbar auch in naher Zukunft auf neue Songs freuen. Este versicherte ihren Anhängern außerdem, dass sie sich nun wieder öfter auf ihrem Instagram-Kanal melden wolle. Ich hoffe, ich hab da natürlich genauso viel Bock drauf, wie ich Bock habe, euch wieder mehr mitzunehmen, erklärte die angehende Sängerin und betonte, ich freue mich da wirklich sehr drauf. Estefania Wollny hat die Schule längst abgeschlossen. Anders als Schwester Sarah Jane, die als einziges Wollny-Kind auch neben den Drehs für die RTL-2-Sendung Die Wollnys, eine schreckliche große Familie einem festen Job als Krankenpflegerin nachgeht und sogar Nachtschichten kloppt, widmete sich Estefania danach erstmal ihrem Hobby. Klar, Estefanias Musikleidenschaft soll natürlich eines Tages zur profitablen Karriere werden, doch die 21-Jährige steht noch am Anfang, wagte sich erst wenige Male auf eine richtige Bühne. Punkt. Die echten Berufe der Wollnys. Estefania Wollny hätte Chancen auf diesen Job. Nach ihrer Teilnahme an der Castingshow Deutschland sucht den Superstar, besser bekannt unter der Abkürzung DSDS, hatte sie bereits erste Songs veröffentlicht, im Februar 2023 hat sie sogar das Album 21 herausgebracht. Auch auf Instagram verdient sich Estefania Wollny etwas dazu, postet immer wieder Werbung für verschiedenste Produkte. Die Frage, ob sich Serafina Wollny aber nicht lieber ein zweites, verlässliches Standbein aufbauen möchte, beschäftigt ihre Fans aber seit jeher. Wer weiß, ob es mit der Musik klappt. Und auch die Fernsehsendung Die Wollnys wird es nicht ewig geben, denn irgendwann endet jedes Fernsehformat. Wie es scheint, hat Estefania Wollny tatsächlich eine neue Leidenschaft gefunden, die sie zum Beruf machen könnte. Denn auf Instagram macht sie häufig Werbung für einen Friseursalon in Köln. Mit Inhaber Salvatore verbindet sie eine enge Freundschaft, die gesamte Familie Wollny geht bei ihm ein und aus. Immer wieder legen beide Parteien ein gutes Wort für den jeweils anderen ein. Die Wollnys, sucht sich Estefania neben TV und Musik ein festes Standbein? Doch sind die vielen Aufenthalte im Friseursalon wirklich nur Kooperationen zwischen Estefania Wollny und Salvatore geschuldet oder hat sich hier eine neue Job-Opportunity für Este aufgetan? Der Friseur würde ihr mit Sicherheit einen Ausbildungsplatz anbieten, und hat das vielleicht bereits längst getan. Ein super Aushängeschild wäre Estefania allemal, ein gutes Händchen für Styling dürfte sie auch haben, setzt sie sich doch haar- und Make-up-technisch immer makellos in Szene. Punkt. Wir sind gespannt, ob man Estefania Wollny bald vielleicht Friseurmeisterin nennen dürfen oder ob sie sich vorerst weiter auf ihre Musik und die Dreharbeiten für die Wollnys, eine schrecklich große Familie, konzentriert.